Willkommen an alle dem Zocker und Zockerinnen zu einer weiteren Mission von Destroy All Humans. Wir werden uns mit der Mission Nummer 2 heute befassen und dazu natürlich alle optionalen Ziele abschließen. Dazu gehört dieses Mal, gib dich als Bürgermeister aus, um Miss Rockwell zu begleiten und zerstöre Gebäude mit dem Entführungsstrahl. Ja, das erste habe ich einfach, sage ich mal, überzockt. Da war ich so im Spiel drin, dass ich gar nicht auf das optionale Ziel geachtet habe. Genauso wie in Mission 5. Da war ich auch irgendwie ein bisschen zu tief mit dem Kopf im Spiel drin. Ja, was machen wir? Wir werden zocken und werden mal gucken, ob wir vielleicht sogar noch ein paar Drohnen nebenbei finden. Wobei ich eigentlich da immer schon ziemlich weitläufig alles abgrase, wo ich rumlaufe. So, Sequenzen werde ich auf jeden Fall lassen. Eine Horde Menschen vor dir für euch. Eine Art heiligem Versammlungsort. Das ist doch klar. Du mischst dich unter sie, findest einen hilfsbereiten Menschen und führst ihn zurück zu deinem Schiff zum Verhör. Verstanden? Weil die Sequenzen sind ja doch schon immer sowas wie eine kleine Serie, sage ich mal. So, das Augensymbol zeigt dir an, ob ein Mensch in deine Richtung schaut oder nicht. Ein blaues Symbol bedeutet, dass du noch getarnt bist oder nicht bemerkt wurdest. Die Alarmstufe wird nicht steigen. Das Augensymbol leuchtet auf, wenn ein Mensch einen Außerirdischen oder seine Taten sehen kann. Wenn diese Anzeige rot ist, kannst du den Anstieg der Alarmstufe verhindern, indem du die menschlichen Zeugen ausschaltest. Man kann sie auch verwirren. Die Anzeige wird gelb, wenn Zeugen entkommen, was die entsprechenden Alarmstufen auslöst. Die erste Stufe erhöht nur die Aufmerksamkeit der Menschen, während höhere Stufen gefährlich werden können. Bleibe bei Schleichmissionen unter der angezeigten Grenze oder die Mission wird ein Fehlschlag. Senke die Alarmstufe, indem du erst die Sichtlinie unterbrichst und dann versteckt bleibst oder Holobob aktivierst. Upto, dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen Polizei und das Militär dich finden und erledigen werden. Vergiss nicht, dich zu tarnen, Krypto. So. Setze die Holobob-Fähigkeit ein, um eine holographische menschliche Verkleidung anzulegen. Das menschliche Ziel verharrt dabei unsichtbar und reglos. Das Durchführen von Cortex-Scans an Menschen verlängert die Wirkungszeit von Holobob. Holobob wird zusammenbrechen, wenn die Fähigkeit nicht regelmäßig aufgeladen wird. Holobob wird gestört, wenn du mächtige mentale Fähigkeiten, Waffen oder andere aggressive Aktionen einsetzt. Holobob wird dann schneller aufgebraucht und Krypto wird kurzzeitig enttarnt. Holobob. Cooles Wort irgendwie. Holobob wird durchschaut, wenn Menschen seine Aktivierung oder Störung sehen können. Schalte die Zeugen aus, wende vergessen an oder entkomme, um Holobob zu reaktivieren. Jetzt, wo die Tarnung steht, solltest du den Cortex-Scan weiterlaufen lassen, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Du willst ja sicher nicht, dass du hier die Autos schaukeln. Deine Konzentration verlierst. Also, ich will ja nichts sagen, aber, ne? Mein nächster Herzinfarkt steht quasi schon vor der Tür. So, mal kurz als Polizist getarnt. Wie gesagt, als Bürgermeister ist es mir ein... Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, die wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach alle. Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Mann, oh Mann.
Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein, aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Dieser Mensch scheint etwas vorzuhaben. Man höre und staune. Scanne die Menschen weiter. Ja, der Stadt geht es gut, die Geschäfte laufen, Hoffnung ist auf dem Weg, bla bla bla. Ich bin Königin, endlich. Wenn Mama mir noch einmal Kohlsuppe aufgetischt hätte, wäre ich durchgedreht. Ich will Fleisch, halber Hahn oder fette Henne. Hauptsache Geflügel. Okay, Crypto. Ich habe alle Gedanken analysiert, die du gesammelt hast, und ich glaube, ich habe das ideale Subjekt gefunden, um es zu... Untersuchen und vaporisieren. Nein, um es in das Mutterschiff zu entführen. Meine Idee klingt spaßiger. Entführen, nicht vaporisieren. Okay, aber die Menschheit löscht sich nicht von alleine aus. Nur so nebenbei. Darf ich ausreden? Lässt du dich aufhalten? Wo war ich? Die frisch gekrönte Miss Rockwell scheint ideal zu sein für unsere Zwecke. Die anderen Menschen beneiden und bewundern sie. Sie ist leicht zu überzeugen. Und was am besten ist, ihr Gehirn hat offenbar die Größe einer Erdnuss. Hypnotisiere sie und bring sie zur Extraktion zum Schiff. Pflanze einem mickrigen menschlichen Gehirn einen Befehl ein und unterwerfe es unserem Willen. Ach so, ich muss ja Bürgermeister sein. Warum? Das mit dem Kleid hat obwohl das jetzt so gar nicht angezeigt wird, aber ich mache es mal irgendwie lieber. So, jetzt bin ich der Bürgermeister. Ihr habt gesehen, einfach hinter die Wand laufen und da sieht euch keiner. Da habt ihr dann nur Ruhe. So gern ein Cowgirl. Mit Dreieck Holobot immer wieder sein? Reaktivieren, damit er nicht wenn verschwindet. Wenn deine Worte in meiner Ignoranz und dem Dröhnen von Gewehrfeuer untergehen, sind sie es auch nicht wert, gehört zu werden. Ich möchte all den kleinen Leuten danken, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss weg. Pass auf. Lächeln und winken. Einfach lächeln und winken. Und hoffen, wo ist der Ausgang? In den Haaren nicht sehen. Genießt das Fest. Oh, und fahrt besser nicht mit dem Schleudersitz. Der ist eine Todesfalle. Muss weiter Füße bringen. Mich um. Verdammte Absätze. Halt, ich habe meine Tasche im Pavillon vergessen. Ich muss in den dunklen und geheimnisvollen Wald. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Leuten, die in einen dunklen und geheimnisvollen Wald gehen, passiert nie etwas. Besonders nicht in Märchen oder Slasher-Filmen. Nicht, dass ich wüsste, was das ist. Also, kein Grund zur Panik. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier geparkt zu haben. Zugegeben, ich kann mich nie erinnern, wo ich geparkt habe. Mein Auto ist irgendwie größer geworden und runder und so, damit haben wir das erste optionale Ziel geschafft. Sehr gut. La 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 und langes, welliges Haar wie Libera. Moment mal, wo bin ich? Das sieht aber nicht so richtig nach dem Kuchenwettessen aus. Oh oh. Oh oh. Was geschieht mit mir? Oh Gott, bitte nicht. Oh bitte, das kitzelt. Zeit für die Sonde. Oh ja, genau da. Nicht aufhören. Oh, das wird sich wunderbar. Klappt immer. Beeil!
Beeilung, Shrepto! Die Polizisten sind unterwegs. Ab in dein Raumschiff! Machen wir. Verbreite Chaos und Verwirrung, indem du den Entführungsstrahl aktivierst und Gegenstände oder Lebewesen schweben lässt. Oh, nicht schon wieder! So, wieder Gegenstände nehmen, mit R1 gedrückt halten und in Richtung der Jahrmarkthäuser werfen. Und mit bisschen Glück geht es kaputt. Nicht kaputt, dann ist die Schwere rüstig. Nur noch nicht. So, Bowling. Haben wir geschafft. Zerstöre Gebäude mit dem Entführungsstrahl. Also mit R1 die Sachen nehmen, R1 gedrückt halten und sie dann irgendwo hinschleudern. So, dann machen wir mal auch den Rest des Jahrmarktes kurz und klein. Das war Mission Nummer 2 mit ein optionalen Zielen und ja, den S-Drohnen haben wir leider keine gefunden, aber so richtig gesucht habe ich ja auch nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war vielleicht sogar eine kleine Hilfe, falls jemand Probleme mit den optionalen Zielen hat, aber ich glaube, hier am Anfang wird es eher noch nicht der Fall sein, eher bei den letzteren Missionen, da glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger. Von da aus könnt ihr euch auf jeden Fall auf die Mission noch gefasst machen. Die werde ich natürlich auch noch als Videos machen. Ja, wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.